Und damit wieder ein herzliches Willkommen zu... zu neuen Multiversum wieder. Irgendwas gibt's ja sicher irgendwas nächstes Evils. Und jetzt haben wir natürlich gleich mal ausgeguckt. Perfekt. Und wir nehmen den neuen Charakter am Start. Also den müssen wir dort schon mal ein bisschen begutachten. Okay, ja, ein bisschen sexy. Ja, muss ja auch ein bisschen drin sein. Ja, typisch das, hey. Aber ich würde mal sagen, wir rein und schauen wir mal, ob das geil wird. Na moin. Schauen wir mal. Ah, wird sicher cool. Also bis jetzt bin ich noch nicht enttäuscht worden von den DLC-Charaktere. Und da sind schon richtig geile Fetzige dabei. Ist der Wichtgeister. Vielleicht solltest du mit einem Freund reden. Ein Red Lantern braucht keine Freunde. Armer Atrocitus, wir alle brauchen Freunde. Los. Okay, ja, das war auch so ein bisschen so ein Anspiel vielleicht an die Titans schon. Aber sonst, ja, ein bisschen so... Was soll ich sagen, so ein bisschen jetzt so abgespackte Kindlichkeit, aber ja, sie hat einmal Kräfte, das ist immer gut. Oh, fick dich. Schieß den, oh, zum, 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 zum. Oh, ja, dann. Enter. So eine Lady. So schlagen, das ist ja wirklich Wahnsinn. Weiß ich nicht, irgendwas habe ich mal gelesen gehabt, glaube ich, Prinzessin sogar. Also ich glaube, irgendwas sogar. Ah, irgendwas war da, glaube ich, nochmal. Darkseid, also Billy Man, irgendwas gesehen gehabt bei Red Hood und die Outlaws. Boah, ich muss die nochmal überhaupt das erste Mega-Band lesen oder so. Das ist wieder schon so lange her, der Piste. Aber warte. Oh, das ist so cool. Das ist so richtig nice. Oh. Ja, dafür würde ich gerne ein bisschen öfter sehen. Gib dich der Wut hin. Hier kommt der Waldbrand. Waldbrand? Alles klar! Ja, dann zeig mal deinen Waldbrand hier. Also, hängen wir mal durch. Das schaut aber nicht wirklich wie ein Waldbrand aus. Das schaut einfach wie wie das da. Ja, ich hätte es einfach in scheiß grüne Säure gebadet oder so. Also, und davon hättest du die super crafty. Oh, das schaut wieder gut cool aus. Und vielleicht ein bisschen unfair. Hier ging er. Also wieso hat die nicht eigentlich so welche Kräfte wie ihre Haare? Also die brennen. Coole Haare. Ich frag mich, was für ein Shampoo sie benutzt, damit sie brennen. Nice. Oder kann sie überhaupt Shampoo benutzen, weil... Na, ja, der Dusch wird ein bisschen schwer werden, weil wenn wie dies fackelt... Tja! Eieieiei! Grayson hätte dich gemocht. Los! Grayson! Oh. Wie sie natürlich gleich mal jetzt schon wieder eine Anspielung machen musste. Auf die Titans am Start. Oh Mann, oh Mann, Mann. Sie müssen natürlich unbedingt... Das ist schief. Sie muss unbedingt einmal... Sie quasi, was ich halt immer gesehen habe, was sie halt irgendwann immer so ein bisschen die Chefin ist. Also ein bisschen die Gruppenanführerin. Also jedenfalls vom Film quasi, also was ich, den animierten Film da, wo der Trigon auch dabei ist, also mir hat doch relativ gut gefallen, als da ich wieder in der Zone mal von BZ-Bang war. Damien, der was eigentlich in dem Teil den Robin spielt. Alles klar, nur das ist wie. Oh, fuck! Ich kann ja fliegen, ja, ich kann ja doppelt fliegen mit Flammen auch noch! Das ist cool. Oh, da kann man wunderschön ein bisschen eine Kombo draus machen oder so, ja. Wunderschöne flammenden Fliegen herum und so, alles drum und dran. Hüte mich. Selbst für Trigon war ich zu heiß. Oh. So, will ich jetzt nicht wirklich behaupten, aber okay. Ja, dann gegenseitig die ganze Zeit so. Oh, gut doch. Also, das müssen wir schon sagen. Und tschüss. Einfach so durch ihr, durch einfach griffen und ja, tot. Starfire gewinnt. Na, dann haben wir das immer nicht. Und next würde ich mal behaupten. Was ich auch noch sagen will ist... Nicht, dass ihr jetzt glaubt, dass jetzt dann wieder ein paar Mal vorkommen nur mit ihr, sondern ich mache das jetzt alles auf einfach zufällig. Also, es kommt wirklich einfach zufällig jetzt irgendein Charakter, damit ich ein bisschen Abwechslung habe und
damit ihr auch ein bisschen Spaß habt, weil vielleicht kommt dann ein Charakter, den ich da vielleicht nicht mag. Los. Und deshalb, jetzt habe ich auf X drücke, voll Tuxlein, das spielt's gemein. Oh, das hättest du aber nehmen können, also das hättest du schon gönnen können. Irgendwie so Atomic oder so, also. Also für mich schaut das irgendwie nicht nach Flammen aus und so, das Grün, also. Aber geil. Oi, er boost die. Hoppala. Ah ja, da ist schon gute Flamme. So was will ich sehen. Flammen, hallo. So, wenn schon Starfire heißt und so alles drum und dran. Da will ich auch ein bisschen Feier haben. Wird ja schon immer besser. Es wird heiß hier drin. Hier kommt der Waldbrand. Okay. Ja, Waldbrand. Ja, daran muss man sich gewinnen. Definitiv. Die leichte Shooter nehmen, sonst verstrahlt sie dich auch noch oder sonst irgendwie. Aber. Ja. Oh, werfen kannst du auch vom Poisson 100, das ist gut. Mem. Deine Pflanzen gehen wir mal. Müssen wir ein bisschen wieder verbrennen. Damit du wieder auf die Normalität dazu bekommst. Mem. Der scheiß Pflanzenviech geht vom Arsch. So. Normalerweise soll es vielleicht auch Meier gehen, Alter. Dadurch, dass wir das dann noch mehr machen. So, mit dem Strahl, so. Oder kannst du nicht zielen? Starfire gewinnt. Nächstes Mal bitte ein bisschen besser zielen, weil dann geht das besser. Genau. Ja, müssen wir dann schauen, ob man dann irgendwas überhaupt nicht kriegen. Oder wie schaut es eigentlich aus? Also, dass man das so leicht so ungefähr schauen kann. Ist man dann mit der Kombination eigentlich relativ gut unterwegs? Oder ist man da jetzt so... ja, die geht ja ganz gut. Ja, könnte man besser machen, könnte man. Also von der Motherbox, perfekt. Ja, der Planet ist schon wieder verschwunden. So. Aber ich finde das cool, dass es sogar jetzt schon mehr Planeten gibt. Also, ich meine, früher hat es immer nur 5 gegeben, jetzt haben es gleich fast das Doppelte mehr. Also, richtig geil gemacht. Also, für das einfach für die ganzen Leute, die was noch erst beginnen oder quasi schon die ganze Zeit schon einfach nur warten, bis mal was richtig geiles, fetziges daherkommt. Egal. So. Naja, wir können auch gleich einfach. Ich meine, viel trinken, aber ich hoffe, für Starfire ist irgendwas dabei, damit ich irgendwie was machen kann oder so. Das wäre richtig cool. Und beim Zufall nehme ich einfach den Charakter, der was quasi gerade ausgerüstet ist. Und werde dann aber erst dann in der, halt am Schluss dann quasi verwandeln, also damit man sieht, am Anfang und dann so, wie er weiterkommen ist. Und das werde ich dann aber auch jedes Mal so belassen, weil dadurch, dass man auch andere Charaktere nehmen kann, das sind natürlich auch sein. Boah, nochmal es. So. Haben wir leider nichts. Nur, dass ich mal kurz schaue, Fähigkeiten. Sieht man ja gar nichts. Vielleicht irgendwie so ein bisschen aussehensmäßig. Oh, das ist nicht schlecht. Also, das erinnert mich eher an sie. Also. Das mit der Farbe, meine ich, also das erinnert mich eher, dass sie das Orange oder so circa, dass ich so von den Comics oder so, ist wieder schwer. Na, da würde wirklich das eine passen, also da hätte ich so die Erinnerungen dazu. Aha, da gibt es noch was Spezielles. Was haben wir denn da unten? Na ja, ist das schön. Ja, das schaut aber schon sehr ähnlich aus, auch wie... Ah, da müsste ich wirklich mal die Comics wieder geschaut haben. Aber Red Hood ist ja wirklich der perfekte Charakter für mich. Aber natürlich bin ich natürlich die Nummer 1. Und dann der Flinch und dann der Red Hood, obwohl Red Hood so cool ist. Leute, ich würde sagen, haut rein, bis zur nächsten Folge und ciao.